Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic 2, die Nacht des Raben in der Livet-Edition. Wir haben in der letzten Folge ja von Ignaz, einem Alchemisten, eine Quest angenommen. Und es ruckt gerade wieder. Vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen beim Start oder so. Ich kann es euch gerade nicht sagen, aber auf jeden Fall werden wir jetzt mal versuchen. Salandril mal umzuhauen. Na warte, du Mist. Oh. Ach, du Schreck. Leg dich nie wieder mit mir an. Okay. Werden wir nicht mehr machen. Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay, der war eindeutig zu stark für uns. Das heißt, den werden wir nicht umhauen. Nicht mal ansatzweise. Und da wir jetzt ja quasi unsere Waffe und überhaupt alles verloren hätten, gehe ich jetzt einfach hier wieder raus. Und es ruckelt hier so unglaublich. Das ist schlimm. Arbeiter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal wieder aus dem oberen Viertel raus. Wo wir auch noch nicht überall waren, ne? Wir sehen uns erstmal noch ein bisschen. Wambo. Hallo Wambo. Das habe ich schon immer gesagt. Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Schlimme Zeiten sind das. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Okay, dann lassen wir das mal. Das ist doch alles nur Gerede. Also hier auf dem Gelände dürfen wir rumlaufen, ne? Ja, da hat scheinbar niemand was dagegen. Wenn ich mich recht entsinne, gab es ja auch ein paar Pflanzen zu pflücken. Das habe ich schon immer gesehen. Keine besonders tollen, aber ich meine, hier gäbe es irgendwas, was man pflücken könnte. Vorne läuft auf jeden Fall auch jemand rum. Der Gärtner. Warte mal. Was machst du hier? Was glaubst du? Ich bin Gärtner. Ich kümmere mich um den Garten. Du bist hier ziemlich alleine, was? Ja, und das soll auch so bleiben. Ich bin froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Damals, da habe ich einen Kerl umgelegt und sie wollten mich in die Strafkolonie bringen. Aber Larius, der Statthalter, brauchte noch einen Gärtner. Und deshalb konnte ich hier bleiben. Dieser Garten ist mit der Zeit mein Zuhause geworden. Und ich bin zufrieden damit. Okay, was baust du denn so an? Baust du auch Pflanzen an? Wenig. Ich habe Feuerkraut und Feuernesseln angebaut. Habe auch mal Sumpfkraut probiert, aber das wächst hier nur mäßig. Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst? Ja, zeig mir mal her. Zeig mir deine Ware. Feuernessel und Feuerkraut. Kein Sumpfkraut. Okay. Danke für die Infos. Ich werde mal... Habe ich da nicht gerade was auf... Nee, scheinbar nicht. Also da er ja gerade geerntet hat, können wir jetzt wahrscheinlich gerade nichts ernten. Wo geht's denn hier hin? Ach, da geht's einfach so wieder raus. Okay, gut. Ansonsten hat es hier wohl nicht allzu viel. Wir haben noch ein wunderschönes Haus. Was ist das für eine Wache? Richterhauswache. Okay, das ist wohl dann das Haus des Richters. Meinst du, mir geht das besser? Das ist doch alles nur Gerede. So, das hier ist das Haus eines Bürgers. Hinten steht Paladin drin. Schon lange bekannt. Das sind... Raus hier! Ja, raus mit dir! Okay, okay, okay. Das lassen wir dann doch lieber. Auch kein Händlerhaus. Da hat sie nur einen Händler dann, oder was? Im oberen Viertel. Tja, sieht wohl so aus. Gerbrand. Was machst du hier?
Wer bist du denn? Das war's doch inzwischen. Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Ich hab was anderes. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Das ist ja schrecklich. Verstanden? Jo, hab ich verstanden, Gerbrand. Verstanden, Gerbrand. Du reißt ganz schön das Maul auf. Du solltest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt zeigen, sonst bekommst du hier noch ganz gewaltige Probleme. Ich sage hier, wo es lang geht. Wenn wer Ärger macht, bekommt er Ärger mit mir und sollte schleunigst die Stadt verlassen. Denn wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Die meisten Leute im Hafen arbeiten für mich. Und wenn du irgendwann mal Arbeit suchst, solltest du zusehen, dass ich dich in guter Erinnerung habe. Das ist mal wieder typisch. Okay, gut. Was Neues werden wir von ihm, glaube ich, nicht erfahren. Er mag uns nämlich nicht. Ich mag ihn auch nicht. Es sind auch nur zwei Arbeiter. Okay. Gehen wir wieder raus. Und ich würde sagen, wir legen uns dann einfach mal schlafen. Weil irgendjemand umhauen... Tja, wir müssen halt jemanden erwischen, der alleine ist. Und den wir auch umhauen können. Das wäre so eine ganz wichtige Zusatzbedingung. Aber hier ist ja keiner, der alleine ist. Außer halt eben... Ach, Pablo schon wieder. Moment, hier dürfen wir ja rein. Da sitzt Vatras. Wenn Vatras da sitzt, möchte ich hier drin nichts klauen. Sonst, Vatras dürfte dann sonst eine schlechte Meinung von uns kriegen. Und das wollen wir ja nicht. Der hier sieht ziemlich alleine aus. Versuchen wir es doch mal mit dem. Ob wir den umhauen können. Oh. Leg dich nie wieder mit mir an. Okay, können wir also auch nicht umhauen. Ich möchte nicht nochmal alles verlieren. Also die sind eigentlich alle zu stark für uns. Ich frag mich nur, warum. Sind wir so schwächlich auf der Brust, dass wir wirklich niemanden umhauen können hier? Die einsame Stadtwache ist natürlich auch nicht unser bevorzugtes Ziel. Aber wir könnten mal so kurz zu Aboyin gehen. Du, Aboyin. Hey. Und das wird noch viel schlimmer. Ich habe da eine neue Tabakmischung. Zwei Stück sogar. Ich habe eine neue Tabakmischung. Ehrlich, ich habe selbst erlebt. Lass mich deinen Tabak probieren. Glaubst du wirklich daran? Das darfst du keinem erzählen. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Oh, okay. Wir haben doch noch einen anderen Tabak gebraut, also gemischt, aber gut, dann können wir dann wohl nicht an den Mann bringen hier. Können wir hier noch mit jemandem reden? Er geht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder nee, und Wildnis in der Umgebung noch mit jemandem, der Stadt zu jemandem reden zu sollten. Wir könnten am nächsten Morgen mal probieren, Rengaro bei Lord Andrin auch zu verpfeifen. Wird sich das jemals erinnern? Weil bisher hat uns es ja nicht viel weitergebracht, dass wir ihn haben laufen lassen. Das hat uns ja nicht zur Diebesgilde geführt. Bisher zumindest. Werden wir gleich mal gucken. Ob wir da nicht vielleicht doch was machen können. Die Frage, dürfen wir übrigens hier rein? Sieht wohl so aus, als ob wir mal einen Buchständer. Lesen wir gleich mal. Was ist denn hier? Nichts. Okay, uns scheint im Moment gerade niemand zu sehen.
dann speichern wir dann mal noch mal ganz kurz auf die 29. Und gucken uns mal die Truhe an. Oh, Turmschlüssel 6. Das wird interessant. Es gibt wohl mehrere Turmschlüssel. Wein, Honig, Wein. Ja, nee, lassen wir mal. Liegt ein rostiges Schwert rum. Nö, rostige Schwerter sind ja nichts gut. Das hat sie nicht viel. Ja, raus mit dir! Okay. Ich hab doch gar nichts gemacht da drin. Hüstel, Hüstel. Was haben wir denn hier? Mortis. Hey, du. Was willst du? Peck ist nicht da. Also kannst du hier auch nichts bekommen. Komm später wieder. Peck? Ich will stärker werden. Natürlich willst du das. Aber solange du nicht zu uns oder den Paladin gehörst, werde ich dir nicht helfen. Okay, das wäre also auch ein Stärkelehrer für die Miliz. Und hier werden wir jetzt natürlich nichts klauen. Überhaupt nichts. Ansonsten haben wir jetzt ja den Turmschlüssel Nummer 6. Da bin ich mal gespannt, welcher Turm denn das wohl sein mag. Uns wurde ja erklärt, dass die Waffen, die Harad für die Paladine schmiedet, dass die in die Türme gebracht werden. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Diese Tür ist es schon mal nicht. Wir suchen jetzt auf jeden Fall zunächst mal diesen Turm, zu dem der Schlüssel passt. Ist es vielleicht der hier? Redet einfach zu viel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Du nicht sagst. Oh. Schlimme Zeiten sind das. So. Gehen wir einfach mal die Stadtmauer entlang und irgendwann stoßen wir dann schon auf den richtigen Turm. Hoffe ich mal. Da bin ich echt mal gespannt und vor allem, was dann auch da drin ist. Und ich bin auch gespannt, ob es da vielleicht noch mehr Schlüssel gibt für die Türme. Da steht eine Wache. Da kommt da gerade so eine Idee. Aber sah, dass nun könnten wir uns den Schlüssel greifen und dann einfach mal versuchen, ob die Wache dann mit dem Vergessenzauber belegt werden kann. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Du mieser kleiner Dieb! Lass in Zukunft die Finger von meinen Sachen, klar? Okay, hat wohl nicht funktioniert. Danke für das Gold, du Held. Ja, super. Wir haben zwar den Schlüssel, aber haben kein Geld mehr. Und das mit dem Teppich macht sich gerade ganz schickig irgendwie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir denn überhaupt noch irgendwas? Also unsere Waffen haben wir mal noch. Wir haben aber gar kein Geld mehr. Und Truhenschlüssel. Ah, nee. Schlüssel. Truhenschlüssel 6. Hast du eine Truhe gefunden nahe von Vatras? Okay, da wir eh wieder frisch laden werden, schauen wir uns die Truhe noch kurz an. Da ist eh nichts drin. Halt in Zukunft deine Finger bei dir! Also, zumindest dieses eine Buch wäre vielleicht interessant gewesen. Aber da wir es uns ja nicht holen können. Also außer wir versetzen die Wache in Schlaf oder so. Haben wir den Schlafzauber? Nee, haben wir nicht, ne? Wir haben vergessen. Feuerball, Licht, leichte Wunden heilen und Feuerpfeil. Nee. Das lassen wir lieber. Wir suchen lieber den nächsten Turm. Und hoffen, dass wir dann irgendwo, irgendwann den passenden Schlüssel dafür haben. Das hat er doch vorher gewusst. Beziehungsweise den Turm, der zum Schlüssel passt haben. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das ist er nicht. Das ist er wahrscheinlich auch nicht. So aufregt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Von mir wird keiner was. Ich meine mich zu sehen, dass im Original hier in der Gegend auch noch einer dieser Türme gewesen wäre. Ich glaube, das da. Müssen wir darum.
Ja, genau. Schau mal hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das ist auch nicht. Dann gab es hier noch ein Türmchen. Das hat, glaube ich, Nummer 6, den wir ausprobieren, ne? Das geht. Na, da hatte ich doch gerade. Hallo, Edis Kurzschwert. Komm mal zu mir. Das war alles? Ein edles Kurzschwert? Raus! Ja, ja, ich bin ja schon draußen. Hat der mich gerade erschreckt? So, immerhin haben wir ein edles Kurzschwert mitgehen lassen. Was auch doch einiges wert ist. Schauen wir gleich mal, ob wir das bei Brian verkaufen können. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Das bringt 75. Na gut, besser als nix. Und dafür, dass es für umsonst war, ist es doch okay. Ach, wir wollten doch noch bei Lord Hagen gucken, ob wir Rengaro verpfeifen können. Weil es hat uns bis jetzt ja noch nicht so wirklich weitergebracht. In Sachen Diebesgilde. Außerdem würden wir ja auch dann Bospas Bogen kriegen. Also zumindest denke ich das mal, dass der da irgendwo bei der Diebesgilde noch ist. Weil er angeblich nicht aus der Stadt geschafft wurde. Da bin ich mal gespannt. So, zunächst mal Lord André. Na, so, jetzt. Lord André. Kopfgeld bitte? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Okay, geht also nicht. Wegen der Diebesgilde. Ja? Was kann man denn da sagen? Ach, ich bin dran. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Okay. Also hier raus kommen wir dann. Ja, dann kommen wir dahin. Ja, aber da drüben waren wir noch nicht drauf. Also Wulfgar scheint der Trainer zu sein. Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Mhm. Kannst du mich trainieren? Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Ja, bin ich eigentlich nicht. Aber, genau, wo liegt der Vorteil von Ein- oder Zweihandwaffen? Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Ganz einfach. Mit einer Einhandwaffe bist du schneller. Das kann ein erheblicher Vorteil im Kampf sein. Zweihandwaffen sind behäbiger. Du musst vorausschauender kämpfen, richtest aber bei einem Treffer mehr Schaden an. Okay. Und womit fängt man an? Womit sollte ich beginnen? Mit Einhand- oder mit Zweihandwaffen? Das kannst du halten, wie du willst. Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an, dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Nee, lassen wir das mal. Wenn wir uns jetzt der Miliz anschließen wollten, was wir aber noch nicht wollen, weil wir wollen jetzt erst alle Aufnahmequests komplett machen, und dann sollt ihr ja entscheiden, wo wir uns denn dann wirklich anschließen. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Ja. Dann rede mit Lord André. Er entscheidet, wer hier aufgenommen wird. Okay, wir könnten also schon zur Miliz gehen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte erstmal noch kurz hier
hier rausgucken. Hier war man nämlich noch überhaupt nicht. Und da steht nämlich auch noch einer. Ruga. Hey, was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Mhm. Kannst du mich auch trainieren? Kannst du mich trainieren? Nein, ich trainiere nur die Männer, die im Dienste des Königs stehen. Niemand sonst. Aber gute Leute können wir immer gebrauchen. Also, wenn du der Miliz beitreten willst, sprich mit Lord André. Ja, das haben wir schon mal gehört. Ansonsten, ach, da gab's noch eine Truhe. Aber wir wissen ja, dass die Leute von der Miliz ein bisschen allergisch drauf reagieren. Kann man da hoch? In der Tat kann man, aber es führt einen nirgendwo hin. Okay, aber schön zu wissen, dass man es könnte. Hier ist gerade irgendwie, wenn wir jetzt auf dieses Dach da springen, ob wir dann da hochklettern könnten und so dann vielleicht aufs Dach kämen. Allerdings wüsste ich nicht, was wir davon haben sollten. Und wir sind immer noch in einer Sackgasse, was die Sache mit der Diebeskette angeht. Was die Sache mit Laris angeht, der uns ja irgendwo hinbringen soll. Und was ich auch sehr, sehr gerne in Anspruch nehmen würde. Da sind wir bisher noch nicht weitergekommen. Müssen wir mal schauen, mit wem wir denn dann sonst noch reden können. Das Haus war ja dicht, ne? Das war ja... Ne, doch. Lässt sich nichts machen. Puh. Im Moment gehen mir gerade so ein bisschen die Ideen aus. Womit denn? Zu braten haben wir auch nichts gerade. Also wir könnten mal noch da runter gehen, da war man nämlich auch noch nicht. Burger. Ist das wirklich wahr? Ich habe was anderes gehört. Okay, da geht's mal nirgendwo hin. Lass uns mal abwarten, was daraus ob sich da noch irgendwas findet, wo wir noch hin können. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich hätte das nicht. Sieht im Moment mal nicht so aus. Nee. Scheinbar nicht. Wir könnten hier da drauf gehen, aber das dürfte uns, glaube ich, auch nicht so wirklich weiterbringen. Tja. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Guter Rat ist gerade teuer. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich glaube, ich spreche vielleicht doch noch mal kurz mit Laris. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Oder auch mit, vielleicht auch mit Martin, vielleicht, der da, ja, den Krabbel der Paladin überwacht, vielleicht mit dem auch nochmal. Hey, du, Laris. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wegen der verschwundenen Leute. Ja, das ist natürlich alles das Gleiche. Er erzählt alles weiter. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die okay. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das können wir also auch nicht machen. Und es wird noch viel schlimmer. Er sollte lieber den Mund halten. Jetzt schauen wir nochmal kurz bei Martin vorbei und wenn wir da dann auch nichts Neues erfahren, dann werde ich die Folge einfach beenden und ich muss mal gucken, was wir denn dann als nächstes überhaupt machen oder ob wir uns wirklich dann alleine rauswagen wollen vor die Stadt in Richtung Bauernhof. Aber das wird es dann zeigen. Ah, da haben wir doch was Neues. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Was weißt du denn über den Waffenhändler? Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein.
Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Okay, von 5 Banditen, alles klar, okay. Es sind ja schon ziemlich viele auf einmal. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Okay. Vielleicht kann er uns ja noch was sagen. Aber also 5 Banditen auf einmal ist schon heftig. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen anderen Bogen. Wegen des Waffenhändlers. Wie war das nochmal genau? Also, du sollst herausfinden, wer hinter den Waffen... Aber es müssen schon wirklich... Okay, also ich glaube, das brauchen wir uns nicht nochmal anhören. Hast du denn irgendwas anzubieten? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Hohenschwert, Machete, also das übliche Zeug. Nichts für uns. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall alleine von der Stadt. Und 5 Banditen auf einmal niedermachen. Das wird schwierig. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Och, wir brauchen nur 40 Erfahrungspunkte. 40! Das ist doch kein Geheimnis mehr. Um die nächste Stufe zu erreichen, dann könnten wir den nächsten besseren Bogen kaufen und anlegen. Die holen wir uns noch auf jeden Fall. Und ich meine auch schon zu wissen, wo wir das machen können. Und zwar, wenn wir dazu kurz vor das Stadttor gehen. Da gibt es nämlich, glaube ich, noch etwas, wo wir noch nicht waren. Da gehen wir noch mal kurz hin. Und schauen dann mal, ob wir da auch wirklich noch nicht waren. Und zwar hier links rein. Ne, halt. Wir gehen da nicht. Hoppala, Heilpflanze, fast übersehen. Wir wollen ja Tiere, da müssten hier oben müssten, glaube ich, 2 Ratten rumkreuchen. Tatsächlich. 2 Ratten. Und wir haben unsere Stufe und haben sogar noch ein bisschen was an Fleisch bekommen. Und hier oben waren doch auch noch ein paar Pflänzeleien. Vielleicht aber auch nicht. Okay, dann vielleicht auch eher nicht. Auf jeden Fall haben wir unsere Stufe bekommen. Und gehen dann damit gleich mal zu Harad. Meinst du, mir geht es besser? Und ich bin im Moment gerade wirklich am Überlegen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich glaube, das machen wir auch wirklich, ob wir bei Harad auch den Ring kaufen, kurz. Denn wir haben ja jetzt 30 Geschicklichkeit, wenn wir da von ihm 5 lernen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich und soll. Den Ring anlegen haben wir 40, dann können wir den besseren Bogen anlegen. Eigentlich können wir auch gleich den Bogen dann auch gleich verkaufen. Aber jetzt reden wir erstmal kurz mit Oswald. So. Meine Meinung will ja keiner hören. Zeig mir mal deine Waren. Zeig mir deine Ware. Da kannst du ja nichts dran ändern. So, erstmal 50 Pfeile. Das war doch klar. Davon können wir nie genug haben. Meinst du, mir geht es besser? Den Ring der Geschicklichkeit kaufen wir jetzt mal für 500. Ja, das nicht. Und dann können wir uns diesen Bogen nicht mehr leisten. Ja, super. Das war doch klar. Klasse, da bin ich ja super zufrieden. Wenn wir jetzt den Bogen verkaufen... Oh Gott, der bringt ja gar kein Geld. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich bin ganz deiner Meinung. Dann müssen wir eben den Ring wieder zurückverkaufen. Ich hab so einiges gehört. Falls das... Ja, ging halt nur 50 dafür. Ja, super. Jetzt haben wir doch nichts Neues. Ach je. Das hat er doch vorher. Okay, auf jeden Fall, unser Bogen macht 60. Von mir erfährt keiner was. Und der macht 55. Den können wir uns gerade nicht leisten. So ein Mist. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ach je, okay, dann... Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert.
würde ich sagen, legen wir den Bogen gleich wieder an. Also legen auch den Ring an. Ist er denn? Ah, halt mit dem Ring an. Doch, Ring anlegen. Zack. So, Schwierigkeit 35. Dann lernen wir eben nicht, wie wir geschickt werden, sondern lernen wir eben besser mit dem Bogen umzugehen. Dazu suchen wir mal einen Bartok. Wobei ich mich jetzt gerade übrigens frage, warum wir das nicht auch beim Bossball lernen können. Aber Bartok ist ja im Moment der einzigste Bogenlehrer, von dem ich zumindest weiß. Hey, Bartok. Du. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. So, einmal Bogen plus 5. Oh, jetzt kostet schon 10 Lernpunkte. Okay. Also. Ob wir da auch gleich noch schleichen lernen sollen? Nee. Lernen wir nicht. Damit haben wir Bogen 30%. Und die 5 Lernpunkte behalten wir dann einfach mal. Weil wir könnten ja auch jetzt einfach dann noch kurz zum Bossball zurückgehen und sagen, du, ich möchte auch noch ein bisschen geschickter werden. Das brauchen wir eh. Dann würde ich sagen, werden wir gleich noch ein bisschen geschickter. Und dann beenden wir die Folge mal und gehen dann in der nächsten Folge dann mal raus. Das war doch klar. Und bewegen uns in Richtung da bist du ja wieder. Von Onas Hof. Ich will geschickter werden. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, da kostet es dann auch 10 Lernpunkte. Gut, die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay. Zeig mir deine Ware. Hat er wieder 50? Er hat wieder 50 Pfeile im Inventar. Dann ist 112. Wir kaufen ihm die 50 mal noch ab. Sind zwar auch wieder 100 Gold, aber na gut. Nicht, dass uns dann irgendwann am Ende dann die Pfeile ausgehen. Und dann werde ich die Folge dann für heute jetzt dann hier dann gleich beenden. Darf ich bei euch fürs Zuschauen mal wieder herzlich bedanken. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir denn dann tatsächlich uns nach außerhalb der Stadt wagen, um es gelang ihm nicht. Ja, nach Möglichkeit 5 Banditen zu erledigen. Dazu hätte ich gern den besseren Bogen gehabt, aber naja, hat nicht sollen sein. Ich hoffe, dass uns das irgendwie gelingt. Ich habe es selbst erlebt. Ich bin echt mal gespannt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Stellen uns mal kurz hier hin. Und wir werden dann den Weg in diese Richtung folgen. Werfen nochmal kurz einen Blick auf die Karte. Ich habe jetzt hier leider keinen Mauszeiger, aber ihr seht ja diesen schönen weißen Pfeil, das sind wir. Und unten rechts seht ihr so ein eingekreistes Gebiet. Das ist in der Nähe von Onas Hof. Da wollen wir ja eigentlich hin. Und irgendwo auf den Verbindungswegen müssen irgendwo die Banditen sein. Ich bin mal gespannt, wie uns das gelingt, diese 5 Banditen auseinander zu nehmen. Und hoffe, dass es euch genauso interessiert wie mich. Ich bin echt mal gespannt. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.